Früher dachte ich, das Schlimmste im Leben sei, allein zu sein. Ist es nicht. Das Schlimmste im Leben ist, bei Menschen zu landen, die einem das Gefühl geben, allein zu sein. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, mit diesem Zitat einzusteigen. Denn wahrscheinlich betrifft es nicht nur Introvertierte. Wahrscheinlich ist es einfach menschlich, darunter zu leiden, wenn Menschen zu sehen nicht gleichbedeutend damit ist, eine Verbindung zu spüren. Aber oft wird uns Introvertierten das schneller oder häufiger klar. Denn so gut wie jeder von uns hat schon mal Folgendes erlebt. Wir sind in einem Raum voller Menschen, es wird geredet und gelacht, aber wir wären lieber allein. Nicht, weil die Menschen um uns herum furchtbar sind, sondern weil es uns nichts bringt, mit ihnen zusammen zu sein. Sie teilen nicht unsere Wünsche, Hoffnungen oder Überzeugungen. Sie reden nicht über die Dinge, die uns wirklich interessieren. Sie reden, um zu reden. Sie sind da, um da zu sein. Diese leeren Momente sind hin und wieder in Ordnung. So spielt halt das Leben. Aber wenn es immer und immer wieder auftritt, dann ja, ist das Schlimmste nicht allein zu sein, sondern sich einsam zu fühlen, obwohl man nicht allein ist. Das Gute ist, dass eine solche Erkenntnis der Startpunkt für einen Umbruch sein kann. Wer erst einmal merkt, dass ihm nicht alle Menschen gut tun, der kann Prioritäten setzen. Mehr Zeit für die Menschen, die uns nicht das Gefühl geben, einsam zu sein. Weniger Zeit für die Menschen, zu denen wir keine Verbindung spüren. Ich war ein Mann, der von der Einsamkeit lebte. Ohne sie war ich wie ein anderer Mann ohne Nahrung und Wasser. Jeder Tag ohne Einsamkeit schwächte mich. Ich war nicht stolz auf meine Einsamkeit, aber ich war darauf angewiesen. Die Dunkelheit des Raumes war für mich wie Sonnenlicht. Charles Bukowski zählt zu den erfolgreichsten Autoren des 21. Jahrhunderts. Und das wäre ihm nicht gelungen, wenn er nicht erkannt hätte, wie sehr er die Isolation braucht. Vielen kreativen Menschen geht das so. Nur wenn sie sich wirklich auf sich und ihre Arbeit fokussieren, können sie wirklich vorangehen. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass das englische Wort Solitude zwar bei uns mit Einsamkeit übersetzt wird, aber häufig gar nicht so negativ besetzt ist. Mir fehlt da irgendwie ein deutsches Äquivalent. Abgeschiedenheit passt so halb, aber auch nicht so richtig. So oder so können diejenigen von uns, die auf dem Spektrum zwischen Introvertiertheit und Extravertiertheit sehr weit an die totale Introvertiertheit heranrücken, wohl verstehen, dass Abgeschiedenheit und Rückzug ein absolutes Grundbedürfnis sind. Wenn wir mal Tage oder Wochen lang nicht nur einen vollen Terminkalender haben, sondern einen vollen Terminkalender mit unzähligen persönlichen Treffen, dann steigt der Drang nach Rückzug immer mehr an. Finden wir diesen Rückzug zu lange nicht, dann werden wir krank und unglücklich. Bleibe deiner eigenen Natur treu. Wenn du es gerne langsam und gleichmäßig angehst, lasse dir von anderen nicht das Gefühl geben, du müsstest Rennen fahren. Wenn du Tiefe magst, zwinge dich nicht, nach Breite zu streben. Ohne Susan Cain gäbe es Wanderlust Introvert wahrscheinlich nicht. Ihr Buch Still, die Kraft der Introvertierten war mein Startpunkt in Sachen Introvertiertheit. Das geht nicht nur mir persönlich so. Da das Buch ein weltweiter Bestseller war, hat Cain generell die Introvertiertheit mehr in den Fokus gerückt. Weshalb es mich eben auch nicht verwundert, dass dieses spezielle Zitat so gut passt. Wir können unsere introvertierte Art nicht einfach überschreiben. Was wir können, ist selbstbewusster, aktiver, erfolgreicher oder sogar lauter werden, wenn wir das denn wollen. Aber das Bedürfnis nach Ruhe wird nicht einfach verschwinden. Die innere Ausrichtung auch nicht. Gerade den Satz, wenn du Tiefe magst, zwinge dich nicht nach Breite zu streben, finde ich wichtig. Es gibt Menschen, die wollen überall dabei sein und jeden kennenlernen. Mehr ist für sie immer besser. Und das ist auch gut so. Wer damit glücklich ist, dem werde ich die Suppe sicherlich nicht versalzen. Aber umgekehrt darf dann auch nicht rumgezickt werden. Wenn Extrovertierte ihr Leben im Shuffle-Modus leben wollen, dann dürfen sich Introvertierte eine Playlist aus ihren Lieblingssongs als Soundtrack des Lebens wählen. Qualität vor Quantität ist das, was ich sagen will. Das ist das Motto vieler Introvertierter. Und das ist auch gut so. Sie befinden sich derzeit in einem fremden Gelände, umgeben von Millionen der bösartigsten Kreaturen auf dem Planeten. Menschen. Ich wollte mindestens ein Filmzitat einbauen und die Auswahl ist sehr, sehr groß. Doch ich habe eines mit Harry Potter Bezug gewählt, weil, naja, nun zum einen, weil ich Newt Scamander sehr mag, zum anderen aber auch ein bisschen, weil ich genau weiß, dass die Erwähnung von Harry Potter der Reichweite dieses Videos helfen kann. Für diejenigen, die es nicht wissen, Newt Scamander aus dem Film Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist ein Zoologe. Damit hat er etwas mit vielen, aber nicht mit allen,
Introvertierten gemeinsam. Er schätzt die Gegenwart von Tieren, fühlt sich unter Menschen aber oft fremd. Und er erkennt eben, dass Menschen zu großen, großen Gräueltaten fähig sind. Eine Erkenntnis, mit der sich immer mehr Menschen heutzutage auseinandersetzen. Das Internet macht es leicht, 24 Stunden am Tag negative Meldungen zu sehen. Newt ist ein gutes Beispiel dafür, dass man kein Menschenhasser sein muss, um sich unter Menschen nicht so richtig zugehörig zu fühlen. Es mag introvertierte Misanthropen geben, doch viele von uns wollen schon noch Anschluss haben, das Gute in Menschen sehen und sozial sein. Aber wer nicht naiv ist, der muss sich und seine Liebsten auch ein wenig schützen. Vor den Menschen, die nicht empathisch sind, die keine Rücksicht nehmen, die vielleicht sogar Böses tun. Ihr nennt mich Menschenfeind, weil ich die Gesellschaft meide. Ihr irret euch, ich liebe sie. Doch um die Menschheit nicht zu hassen, muss ich den Umgang unterlassen. Bei der Recherche hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass es eine ziemlich klare Linie zwischen Harry Potter und Caspar David Friedrich geben könnte. Aber hier sind wir nun. Introvertierten wird gerne mal Arroganz oder Menschenhass vorgeworfen. Das ist zum einen nicht wirklich auf alle anwendbar. Zum anderen ist das aber auch nun wirklich nicht nur uns Introvertierten vorbehalten. Auch Extrovertierte sprechen laut und deutlich darüber, was sie an der Menschheit oder einzelnen Personen stört. Die Frage ist halt nur, wie man dann damit umgeht. Und seine Zeit in Gesellschaft zu verringern, kann ein gutes Mittel sein, um die negativen Gefühle in den Griff zu kriegen. Das fällt vielen Introvertierten leichter, weil sie gerne mal allein sind. Sie fühlen sich dabei nicht automatisch einsam. Extrovertierte haben es da ein bisschen schwerer. Sie wollen ja gerne Kontakt haben, aber wenn sie gleichzeitig negativ über andere Menschen denken, ist das natürlich ein ziemliches Dilemma. Es ist kein Maßstab für Gesundheit, sich gut an eine zutiefst kranke Gesellschaft anzupassen. Dieses Zitat habe ich nun schon öfter in Videos und Kommentaren eingebaut. Es ist für mich eine wundervolle Reaktion, wenn jemand Menschen ein schlechtes Gewissen für ihre natürliche Art einreden will. Gerade dann, wenn es um normal und nicht normal sein geht. Solange niemandem geschadet wird, ist jegliche Forderung nach »Nun sei doch mal normal« oder jedes Mobbing per »Du bist anders als die anderen« ziemlich deplatziert. Denn dahinter steckt ja immer die Annahme, dass es Menschen und ihrem Umfeld besser gehen würde, wenn sie sich einwandfrei in die Gesellschaft oder eine Gruppe einfügen würden. Für Introvertierte heißt das meist doch endlich mal Smalltalk lieben zu lernen und jegliches Angebot für Treffen und Gespräche mit Begeisterung anzunehmen. Aber nun guckt euch doch mal um. Wo sind denn all die glücklichen und zufriedenen Menschen? So viele sind körperlich und psychisch am Ende. Von den sozialen Zerwürfnissen fangen wir gar nicht erst an. Wer aus eigenem Antrieb heraus gewissen normalen Standards entsprechen möchte und sich entsprechend anpasst, na, der soll das machen. Aber einfach anzunehmen, normal wäre besser, geht eigentlich nur, wenn man nicht so genau hinguckt, wenn es um die Gesundheit der Menschheit geht. Falls du einsam bist, wenn du allein bist, dann bist du in schlechter Gesellschaft. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie es ist, wenn Zeit allein unangenehm ist. Ich möchte da nicht zu sehr von oben herab sprechen, denn wer wirklich, wirklich Angst davor hat, mit den eigenen Gedanken allein zu sein, hat möglicherweise ein weitreichenderes psychisches Problem. Eher geht es mir also um die Menschen, die allein klarkommen könnten, es aber nie ausprobieren. Sie wollen ihre eigene Gesellschaft nicht genießen. Sie zehren einzig und allein davon, im Austausch mit anderen zu leben. Aber wenn man das ganze Leben so verbringt, weiß man dann überhaupt jemals, wer man ist? Ich finde ja, unsere Identität entsteht im Zusammenspiel aus Selbstbetrachtung und Austausch. Wer ich bin, finde ich in den stillen Momenten heraus, aber auch dann, wenn ich Menschen treffe. Und genauso wie ich mir völlige Isolation nicht vorstellen kann, kann ich mir ein ganzes Leben ohne Rückzug auch nicht vorstellen. Es ist, glaube ich, ein hohes Gut, die eigene Gesellschaft genießen zu können. Bitte ergänze unbedingt deine Lieblingszitate in den Kommentaren. Wir haben hier immer eine unglaublich positive Gemeinschaft, wie man sie online selten findet. Aber sowas muss man eben auch pflegen. Und falls du jemanden kennst, der online immer super fleißig Zitate teilt, dann schick ihm oder ihr gerne dieses Video. Ach ja, theoretisch hätte ich die 7 Zitate auch einfach unkommentiert stehen lassen können. Sie sprechen ja schon irgendwie für sich selbst. Aber das mache ich jetzt einfach mal mit dem letzten Zitat, das meiner Meinung nach nicht nur Introvertierte kennen sollten. Es stammt von Albert Einstein. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller Mensch.